Ach du liebe Güte, was war das letztes Mal bitte für eine chaotische Folge? Also ich muss sagen, die erste Galaxie war ja noch ganz okay, war innerhalb von 3 Minuten erledigt. Aber das mit dem Honigbienenkönigreich, das lässt mich zweifeln, ob wir wirklich so schnell fertig werden hier. Weil, stell dich jetzt mal vor, was dann in den anderen Galaxien los sein muss mit den lila Münzen. Noch dazu, es gibt Galaxien, da habe ich gar keine Ahnung, wie soll das überhaupt funktionieren? Wie willst du da bitte lila Münzen sammeln? Ja, Zeitmission vielleicht. Nun gut, aber dennoch willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Galaxy. Wir gehen Richtung Sternenstaub-Galaxie. Wo... keine Ahnung, wie man da violette Münzen sammeln soll. Aber wir werden es gleich sehen. So. Lila Münzen des Sternenstaubs. Okay, ist nicht gerade wirklich aussagekräftig. Hätte mir ja schon denken können, vielleicht, dass da irgendwie was drinnen steht. Oh, scheiße. Ach, nee. Da, wo die Silbersterne eigentlich sind. Das ist nicht nett. Aber, glaube ich, machbar. LOL, was? 2 Minuten Zeit? Oh, nee. Nee, nee, okay, haben wir verkackt. Und das sind noch schmale Wege auch? Gebt euch das wie schmal? Da ist nichts. Oh ne, das schaffen wir nicht. Never in 2 Minuten. Da ist auch wieder... Oh! Ja genau, da musst du ja schätzen, ob es da lang geht. Da geht's sicher rüber, komm. Ja, gut. Aber ist alles mit Hechtspringen möglich. Aber das mit den schmalen Wegen ist halt ultra scheiße. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Bitte nicht, das wäre jetzt... Das wäre jetzt mega kacke. Da ist noch was? Ne, schaffen wir First Try. Aber das mit dem schmalen Weg ist halt wirklich mega. Aber geile Mucke. Da ist der Stern! Jawohl! Doch einfacher, als ich gedacht habe. Aber wäre auch wirklich heftig. Ey, da dachtest du, du hättest den scheiß Stern schon in der Tasche. Nee, dann ist in der Mitte kein Teil! Okay, gut, habe ich signalisiert. Wird gespeichert im Kopf. Liebes Spiel, leck mich. Hat keiner gesehen, Leute. Hat keiner gesehen. Mann, ist das peinlich. Oh, jetzt wäre schon wieder fast runtergeklatscht. Mann, muss das unbedingt sein? Ja, natürlich. Aber ich habe die Schelle im Kopf. Nochmal austricksen, dass ich mich safe nicht. Ja, vielleicht doch. Gut, da bin ich auch drüber. Aber zeitlich ist es auf jeden Fall möglich. Darum mache ich mir keine Sorgen. Gut, haben wir auch. So, da ist die Stelle. Haha! Ne, da unten ist auch nochmal dieselbe. Oh mein Gott! Noch dreckiger geht's aber auch echt nicht. Und da sind wir am Ziel. Eines ist klar. Okay, es ist sowieso fix, dass ich vielleicht wahrscheinlich ein Best-of davon mache, von Super Mario Galaxy. Das ist auf jeden Fall drin. Aber soll ich jetzt wirklich weiterhin darüber lachen oder soll ich weinen? Weil das ist halt schon ein bisschen peinlich. Naja gut, kann man halt nichts machen. Und damit geht's wieder zurück zu unserem violetten Freund, der ja wieder die Kometen erscheinen lassen muss. Verstehe ich noch immer nicht, warum ich die ganze Zeit den Typen da irgendwie 20 Sternzeile geben muss. Das ist widerlich. Weil, sind wir jetzt mal ehrlich? Hat dich irgendwer nach deiner Meinung gefragt, Tod? Was soll denn das schon wieder? Habe ich jetzt wirklich Agra gedrückt? Junge, ich will deine Meinung nicht. Interessiert keinen.
Aber dessen Meinung hier interessiert mich von dem. Obwohl, der hat keine Meinung, der soll einfach nur tun. Der soll tun. Dafür ist er ja da. Ich wette, es kommt noch der Moment, dass wahrscheinlich noch violette Kometen da sind und ich scheuche die verdammten Kometen einfach weg. Das wird noch passieren. Also Zeit haben wir auf jeden Fall noch. Wenn das nicht in den nächsten 6 bis 7 Folgen passiert, dann weiß ich es auch nicht. Ey, einfach wie lang das ganze Projekt auch schon wieder dauert. Ich will endlich fertig werden! Gut, und wieder zurück ins Badezimmer. Da ist nämlich der nächste Violette. Doch dazu, es gibt ja auch einige Galaxien, da gibt es 3 Violette. Die werden wir wahrscheinlich nicht innerhalb einer Folge schaffen, weil sonst eine Kuppel abschließen pro Folge wäre schon ganz nice. Da hätte ich wenigstens circa einen Zeitplan und muss nicht irgendwie was extra dranhängen. Aber wenn solche dummen Sachen passieren wie jetzt gerade, dann ja, kann ich das natürlich nicht garantieren. Wetten, das war jetzt wieder so ein ganz einfacher Violetter und da kommt jetzt wieder irgend so ein komplett schwerer, der einfach kaum schaffbar ist. Oder der zumindest wieder so lange dauert wie beim Honigbienenkönigreich. Obwohl ich nicht weiß, wie man das bei der Galaxie machen will. Das zeigen wir dir jetzt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt da auf der drehenden Ding. Ernsthaft! Da bist du ja im Arsch! Ernsthaft jetzt? Da bist du ja direkt im Arsch, wenn du eine übersiehst. Und dann noch mit Dauerfeuer. Aber das Teil ist wenigstens ziemlich langsam. Also wenn ich was übersehe bzw. vorbeilaufe, kann ich mir das Teil tatsächlich noch holen. War trotzdem ein bisschen krass. So wie das hier. Ah! So, bin schon wieder im Business. Komm. Nein. Ja, habe ich. Habe ich auch. Ich hoffe irgendwie persönlich, dass da irgendwie ein paar Violette mehr sind als sonst. Weil sonst ist das halt wirklich fast unmöglich. Eine übersehen und du bist weg. Jetzt muss ich auf den Schatten vertrauen. Und darin bin ich eigentlich gerade ziemlich schlecht. Ja genau, jetzt drüber springen auch noch. Ich weiß schon, wie ich es machen soll. Nein, so nicht! Nein! Das war's. Ich bin RIP. Obwohl, ich habe den Glauben, dass da vielleicht ein paar mehr Violette sind, als eigentlich benötigt. Ja, geht doch. Nee. Das sieht nicht gut aus, nee. 94 Münzen, so knapp. Jetzt entscheidet es sich. Streng dich an. Los, versuch es nochmal. What? Das ist ja noch krasser als die ganzen Risiko. Nur weil ich den einen Jump versaut habe. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ich nehme das gar nicht mehr ernst. Es ist Nintendo. Schon immer ein Troll gewesen und das wird auch in Zukunft so sein. Schon im Jahr 2007, wo das Spiel rauskam, war sie reine Troller. Man kann sie einfach nicht ernst nehmen. Erzählen sie dir was, ist es gelogen. Oder zumindest glaube nie etwas von Nintendo, wenn du es nicht selbst siehst. Hat man beim Smash Bros. Direct von Ultimate natürlich auch gesehen. Alle sagen Spirits-Modus. Ja, ist der Story-Mode. Auf einmal Spirits... Nee, ist nicht der Story-Modus. Und am Schluss kommt auf einmal die Ankündigung. Also Pranker waren die schon immer. Zum Glück ist hier ein One-Up-Pilz. Nein. Ja, genau. Ja, genau. Nein! Das gibt's jetzt nicht. Nein, schon wieder! Jetzt sind's 2 verdammte Münzen. Ja gut, okay. Kann ich schon wieder vergessen, ich bring mich gleich um. Obwohl, nee, komm, wir machen es ehrenhaft. Da schaffe ich's, aber davor nicht. Ja, es sind die 2 Münzen. Es sind ausgerechnet die 2 Münzen. Nee, komm, ich bring mich um, los. Das Gelaber von dem tue ich mir nicht an.
Ich sag's euch, da werden wir jetzt länger versauern. Aber noch immer besser ist das mit dem Honigbienenkönigreich. Weil da musstest du noch immer die Angst haben, wenn du jetzt zum Beispiel einfach kurz mal nebenbei springst, musst du alles nochmal machen. Wenn sowas wäre, dann nee. Dann könntet ihr mich mal. Scheiße, schon wieder vorbeigelaufen. In einem 3D Mario ist das so widerlich. Springst du einmal vorbei und es war's. Boah, Hilfe. Ich frage mich eigentlich, was mich der Maxi-Pilz da unten eigentlich bringen soll. Der bringt doch gar nichts eigentlich. Wisst ihr, die Mucke hat für mich ein bisschen so Ähnlichkeit mit Samus. Also mit Metroid. So, jetzt aber. Ja, geht doch! Und ich werde jetzt verkacke ich den zweiten. Alle Pause drücken und jetzt in die Kommentare schreiben. Verkacke ich den zweiten oder nicht? Ich tippe auf ja. Aber ungewollt. Komm. Ich kann mich sogar vorbereiten. Los. LOL, ich schaffe ihn tatsächlich. Ah, nee, komm. Oh, danke. Und geil, wir haben sogar noch genug Zeit, dass wir nachher noch einen dritten machen. Ja, das tue ich mir an. Egal, wie lang die Folge dauert. Weil, es ist eh eigentlich egal. Am Schluss kommt wahrscheinlich eh noch irgendeine verdammte Mission, die irgendwann mal 20 Minuten dauern wird. Das ist doch, glaube ich, ganz gut, wenn wir drei haben. Oder soll ich? Ich würde sagen, wir lassen einfach mal die Kometen erscheinen und dann entscheiden wir weiter. Aber ich bin, wie gesagt, schon froh, dass wir wenigstens zwei Kuppeln mal komplett abgeschlossen haben. Sprich, Krone überall. Noch dazu, der grüne Sternring hier fehlt uns ja auch noch. Alter, das wird doch noch ein bisschen länger dauern, wie gesagt, als erwartet. Warte mal, was haben wir jetzt für eine Folge? Ich glaube, Folge 40 ist es. Ach du Scheiße, kommen wir wirklich fast noch auf die 50, wenn es blöd läuft. Aber wie gesagt, es gibt wirklich Galaxien, glaube ich, da bist du wahrscheinlich eine komplette Folge beschäftigt. Und wenn du einmal runterfällst, wie gesagt, bist du down. Das juckt das Spiel einfach nicht, also egal. So wie ich den Typen kenne, wird er mal wahrscheinlich jetzt genau 4 violette Dinger hierher. Und wenn ich jetzt nachdenke, und die sind nach der Reihe, heißt das so viel wie, dass wir wahrscheinlich hier diese Inselwelt haben. Und wisst ihr, was das heißt? Nee. Mach ich safe heute nicht mehr. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.